viel Vergnügen mit meinen lieben Kollegen Wolfgang, Alex und Jevan. So, ich. Ich nutze jetzt mal diese Gelegenheit und muss dieses düstere Bild, das die Lisa von uns hier zeichnet, festigen. Denn was, ob wir uns streiten oder nicht, das ist gar nicht das Problem. Sie haben ja eben den ersten Protestsong. Das nächste, was wir machen, ist noch mehr Protestsong. Dass Sie jetzt hier sind und dass hier ausverkauft ist, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Jazz im Allgemeinen eigentlich was ist, wo kein Mensch ist. Wir haben angefangen als sehr erfolgloses Jazz-Trio, was dazu führte, dass wir irgendwo hingekommen sind und aufgebaut haben, den ganzen Kram. Und dann waren 6 Leute da und 3 davon waren unsere persönlichen Freunde. Und Sie wären jetzt nicht da, Sie würden wahrscheinlich heute Länderspiel oder irgendwas würden Sie machen, jedenfalls Sie würden nicht hier sitzen. Und das ist eine Situation, mit der der Jazzer einfach auskommen muss. Da täuschen auch solche Oasen wie hier nicht darüber hinweg. Das ist jetzt im Grunde, es ist ein sehr ernstes Thema und deswegen mache ich auch diese Ansage immer in dieses Gitarrenmikrofon. Das ist diese devote Jazzclub-Haltung, die so nach unten gebeugt. Das soll einfach zum Ausdruck bringen, dass wir total verblüfft sind, dass wir Publikum haben. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Thank you.
Thank you.
se compra gelado e vai saltando atrás da sua mãe. No café o poeta está escrevendo, bebendo um café. Ouve-se tantas línguas estrangeiras há muito tempo pra gastar. Hoje em dia o tempo é a moeda que nós podemos pagar. Ao lago de da realidade,
Thank you.
Was für eine tolle Band, Tilman Höhn! Alexander Sonntag! Wolfgang Stahl! An der Technik, Ton, der Bernd, das tolle Licht, Ole, und an der Kamera, der Heinrich, Harald!